Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Folge meines Podcasts Diagnose Diabetes. Was jetzt? Heute möchte ich euch Klebetattoos vorstellen. Diese Tattoos können im Ernstfall eine wichtige Information für Ersthelfer, Sanitäter und eventuell sogar für den Notarzt sein. Diese Tattoos sind von zwei jungen Frauen ins Leben gerufen worden. Es sind Anja Zehlen und Stefanie Merck von der Klebehilfe aus dem Raum Ulm. Und sie sind heute und jetzt meine Gäste. Herzlich willkommen, Anja und Steffi. Hallo. Hallo, danke, dass wir da sein dürfen. Genau. Ja, sehr gerne. Dann legen wir auch gleich los. Ja, wir schicken gleich mal voraus, dass ihr selbst keine Diabetiker seid. Ihr hattet allerdings eine tolle Idee, um nicht direkt sichtbare Erkrankungen doch schnell auf eine unkomplizierte Art und Weise mitteilen zu können. Genau. Und hier natürlich die Frage, wie seid ihr da drauf gekommen? Gut, an sich, sagen wir so, das war eigentlich auch ein bisschen Zufall mit dabei. Wir hatten bei uns im Geschäft vor der Haustüre mal einen Unfall letztes Jahr, wo halt eine Person angefahren wurde und nicht mehr ansprechbar war. Und wir haben da gut aus dem dritten Stock, hat man das halt etwas gesehen, was da zugange war. Und da haben wir uns dann auch gedacht, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Person eine Krankheit hat, die aber in diesem Moment nicht mitteilen kann. Klar, Rettungsassistent kommt, der Notarzt kommt und die stehen dann einfach da und machen die Grundversorgung in dem Sinne. Und da haben wir uns gefragt, ja, was, wenn das in diesem Moment einfach nicht reicht? Und da dachten wir uns, jeder kennt's früher, aus dem Comic-Heftle hat man ja immer die Aufklebetattoos gekriegt. Und dann dachten wir uns, warum eigentlich nicht? Mhm. Die kann man drauf machen, wenn man unterwegs ist. Und der Notarzt weiß dann einfach gleich, was einfach Sache ist. Mhm. Und beim Pulsmessen, wenn man die ans Handgelenk hingemacht, der sieht es dann sofort. Ja. Und dann ging ein bisschen Zeit ins Lande, sagen wir mal so. Und irgendwann sind wir da geguckt und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil die Idee ist gut, es macht Sinn. Wir haben dann auch mit Ärzten und Rettungssanitäter gesprochen, ob das eine gute Idee ist. Die haben uns dann alle bestätigt. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, gut, dann geht's jetzt los. Aber und dann haben wir angefangen. Und so kamen die Klebetattoos mit Krankheiten aufs Handgelenk. Perfekt. Also Handgelenk, genau, da sieht man es tatsächlich ja sehr gut, wenn tatsächlich Puls gemessen wird, was ja einfach auch wichtig ist, genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau, wo kommt's hin? Und das heißt, letztes Jahr ist es passiert, das heißt, die Klebehilfe gibt es seit 2020? Offiziell, also angefangen haben wir Dezember 2020, offiziell geben tut es uns jetzt seit Juni? Aha, Juli, irgendwie sowas, ja. Also seit ein paar Monaten läuft das Ganze. Also ich bin begeistert gewesen oder bin begeistert von eurer Idee. Und was ich eben auch super finde, ist, dass ihr es auch gleich umgesetzt habt. Weil manchmal bleibt ja so eine Idee in der Schublade liegen. Mhm. Aber ihr habt sie gar nicht reingelegt, sondern seid gleich in die Vollen gegangen. Genau, nachdem wir halt auch die Bestätigung bekommen haben von anderen, wir haben dann natürlich auch Umfragen gestartet, um einfach mal zu gucken, wie kommt es denn auch bei Betroffenen oder bei Privatpersonen auch an. Und da kam eigentlich so im Durchschnitt eigentlich sehr viel Zuspruch zurück. Und ja, und dann sind wir halt so Chef marschiert und dann ging's los. Ja, es gibt ja nicht nur für Diabetes, also wir haben ja, ihr habt ja mehrere Erkrankungen. Was gibt's da denn noch? Also wir haben auch noch Epilepsie und jetzt im Moment Allergien wollen wir auch ausbauen natürlich. Wir haben jetzt im Moment aktuell Nussallergie neu dazu. Ja. Und Wespenstich und Bienenstichallergien und wenn zum Beispiel jemand ein ICD hat, also ein Defibrillator, auch da haben wir jetzt bereits eine Tattoo. Und wir haben auch die Möglichkeit, tatsächlich, wenn jemand eine Idee hat oder eine spezielle Krankheit vielleicht haben möchte, kann man uns auch anschreiben und dann machen wir das quasi.
Wird was Neues entworfen in dem Fall. Genau. Ah, perfekt. Und wer entwirft das Ganze hier eigentlich? Ihr habt die das ist ja ein bestimmtes Design, ne? Also ihr habt auch immer bei diesem Ganzen was bei euch dabei gedacht, bei diesen ja Motiven. Also das kennt man ja auch, wenn die normal ihr Tattoo stechen lassen. Die haben ja auch alle irgendeine Idee, was sie gerne auf dem Arm, auf dem Bein oder auf dem Rücken oder sonst irgendwie haben wollen. Und ihr habt da schon speziell euch was dabei gedacht. Ja, zum Beispiel gerade bei Diabetes ich mache die Designs. Aha, da haben wir es. Da haben wir die Designerin. Du zeichnest in dem Falle gerne. Ja, also ich bin Grafikdesignerin. Ja, das hat ja mit dem Beruf zu tun. Das ist ja super. Ja, genau. Und zwar wollten wir eben, jede Krankheit hat im Endeffekt ja schon Symbole, die bekannt sind. Jetzt beim Diabetes ist es der blaue Kreis, der relativ bekannt ist. Bei Epilepsie ist es die lila Schleife und so weiter. Also gerade da habe ich mich halt drauf, dass quasi die schon bekannt sind, sodass es auch wirklich jeder versteht. Dass die Designs so klar sind, dass es wirklich jeder verstehen kann, der sieht. Und das, also klar, wir hatten uns am Anfang auch überlegt, ob wir es ein bisschen verschnörkelt, also wie ein richtiges Tattoo halt machen sollen. Aber der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist wirklich einfach klar und auf den Punkt. Und genau, und halt natürlich noch ein bisschen vielleicht niedlich auch, gerade bei Diabetes jetzt mit dem Dackel noch dazu. Oder bei Epilepsie haben wir das Eichhörnchen noch dazu. Gerade auch für jüngere Betroffene, das ist auch ein bisschen so ein, es soll ja auch trotzdem schön sein. Also es soll ja nicht sein, dass es jetzt hässlich auf dem Handgelenk aussieht und halt, sondern es soll halt auch was Nettes noch sein dazu. Genau. Man möchte es immer schön haben. Yeah. Und ansprechend soll es ja sein. Genau. Der blaue Kreis, würdest du da noch, oder kann da jemand noch von euch was dazu sagen, vielleicht einer von euch, was der für eine Bedeutung hat oder auch der Dackel in Bezug auf Diabetes? Der blaue Kreis ist tatsächlich kommt vom Weltdiabetestag. Am 14. Genau, November. Der kommt eben daher und auch das blaue Leuchten und die Farbe Blau wurde daher mit Diabetes assoziiert. Und das ist auch das, was quasi hat sich einfach etabliert. Ja. Weil es gibt auch Schleifen tatsächlich, auch die graue Schleife ist es, glaube ich, bei Diabetes. Aber ich finde, der blaue Kreis ist mittlerweile auch dadurch viel größer geworden. Und der Dackel, der hat auch seine Gründe. Erstens, er ist niedlich. Ja, das ist richtig. Ein Hund. Aber auch einfach, weil der Dackel ist energiegeladen, der Dackel ist selbstständig, der Dackel macht sein Ding. Und ich finde gerade bei Diabetes Betroffenen, das ist nichts, was man jetzt verstecken muss. Man kann das auch ruhig zeigen. Ist wirklich wichtig, dass die Designs auch ansprechend sind, weil sonst würde man das wahrscheinlich nicht auf den Arm machen, weil ich denke, der Unterarm wird auch viel gesehen. Man muss es ja nicht auf den Unterarm machen, sondern ich denke, man kann es überall auf der Haut anbringen. Da wäre jetzt natürlich die nächste Frage, wie geht denn das? Also ich meine, früher von diesen Klebetattoos, die meistens so im Kaugummi oder sonst wo drin waren, da hat man eben die Hautfläche nass gemacht, hat es draufgedrückt, hat eine Weile gewartet, abgezogen und dann hatte ich das und dann war das ein paar Tage drauf und je mehr ich mich gewaschen habe oder geduscht habe, irgendwann mal ist es da so runtergegangen und war dann irgendwann mal weg. Und da ist natürlich die Frage genau, wie macht man das Ganze? Ja, wie lange hält sowas? Und manche haben ja mit Allergien auch zu tun. Und da ist einfach auch die Frage, kann das jeder verwenden oder gibt es da einfach auch Einschränkungen? Also wir haben mal, was die Bedienungsanleitung angeht, funktioniert es genauso wie die von früher aus dem Comic-Heft. Folie runter, auf die Haut drauf, schön Wasser drauf, war gern lauwarm oder warm, kann auch kalt sein für die, lieber haben. Und dann kurz warten, dann kann man das Trägerpapier dann abziehen
und dann muss man es eigentlich nur noch trocken lassen. Also bitte nicht mit dem Handtuch sofort auf das nasse Teil drauf, weil sonst kratzt man es gleich wieder runter. Mhm. Bitte einfach nur Luft trocknen lassen und dann hebt es eigentlich sehr gut bis 4 Tage. Mhm. Außer man benutzt, Anja, hilf mir, wie heißt das, mein Tattoo-Kleber? Sprühpflaster. Sprühpflaster, genau. Mhm. Okay. Ich sage irgendwie automatisch immer Tattoo-Kleber dazu, aber es ist ein Sprühpflaster. Wenn man das benutzt, dann kann es auch gut bis zu 6 Tage halten. Und gut, klar, wenn man jetzt im Winter ist mal ein Pulli drüber, dann fusselt es auch mal voll. Aber wenn man dann unter dem warmen Wasser das ganz leicht, kann man die Fusseln abwaschen, dann sieht es wieder aus wie vorher. Also es funktioniert einwandfrei. Ja. Wir haben auch schon Rückmeldungen gekriegt, dass man das auch nicht nur am Handgelenk benutzen kann, sondern auch gern am Hals oben. Ah ja. Oben am Hals der Puls gemessen wird, das kann man super unter einem Schal kaschieren. Mhm. Oder einen Rollkragenpullover oder so. Genau, oder durch einen Rollkragen funktioniert das ganz gut. Ein Kollege hat schon gemeint, er möchte das gern auf seine Glatze machen. Ja, auch nicht schlecht, hinten am besten, ne, dass man gleich sieht. Ah ja. Mhm. Das war aber, glaube ich, eher so ein Joke, aber es war ganz witzig. Ja, nee, also das funktioniert eigentlich da sehr, sehr gut. Also wir haben es auch selbst getestet, wie lang die Haltbarkeit ist, weil nur dann kann man natürlich auch erzählen, ob es funktioniert. Ja, genau. Wir haben 2 verschiedene Varianten. Wir haben einmal organische für die Personen, die es gern vegan mögen. Mhm, sehr gut. Und auch biologisch abbaubar. Genau, biologisch umweltfreundlich. Und wir haben dann auch eine Variante, die sind nicht vegan, aber die sind trotzdem, wie die anderen auch, dermatologisch getestet. Mhm. Dass da halt auf der Haut dann keine Reizungen oder wenig entsteht. Klar, Ausnahme bestätigt die Regel. Deswegen wird es immer geben. Wird es immer geben, aber im Großen und Ganzen sind beide getestet und das sollte in der Regel auch nichts passieren. Ja. Also man kann es gut anwenden. Bei Allergien, klar, da müssen wir dann auf die Inhaltsstoffe gucken, was steckt drin. Klar. Mhm. Aber wenn es drin steckt, dann würden wir es nicht anbieten. Ja. Ganz einfach. Ja, perfekt. Ja. Wie groß sind denn die Tattoos? Wie kann ich mir die denn vorstellen? Haben die bestimmte Maße, dass man sagen kann, okay, also bei Kindern ja kleine Arme haben und vielleicht ein gestandener Mann doch vielleicht ein größeres Handgelenk? Also von der Größe her haben wir... Die organischen sind bis zu 3 cm groß, die nicht organischen sind 2,5 cm bis 3, je nach Motiv groß. Und wir haben es auch mal ausprobiert an sehr zierlichen Handgelenken, wie sie da denn rauskommen. Von der Größe passt super drauf, auch bei Kindern passen die sehr gut drauf. Da haben wir es auch ausprobiert und es hat auf jedes Handgelenk draufgepasst und für die, die es tragen möchten, aber nicht zeigen möchten natürlich, kann man das super unter einer Armbanduhr oder unter einem Armbändchen kaschieren. Armfettchen oder so, genau. Ah, ja. Und die Farben, das ist auch das Schöne, die sehen zwar am Anfang, gerade jetzt auf unserem Badge oder auf dem Bild, wenn man das vor sich sieht, sehr präsent aus, sage ich jetzt mal. Aber wenn es dann auf der Haut ist, dann ist das gar nicht, das sind keine Leuchtfarben. Mhm. Also die sind schön dezent, sage ich jetzt mal. Ja, man hat ja noch die eigene Hautfarbe und ich denke, das dämpft das Ganze wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ne? Also natürlich sind die auf den Bildern alle mit weißem Hintergrund, aber Haut ist natürlich nicht weiß. Das ist richtig. Entsprechend dämpft sich das. Genau. Also sonst läuft bei uns niemand mit einem großen Reklameschild auf der Stirn oder auf der Hand rum. Da könnte ich ja vielleicht mal Werbung machen mit meinem Logo, mit so einem Tattoo, gell? Einmal? Ich darf gern mit vorbeikommen. Jetzt wissen wir, wie es drauf geht und abgehen. Tut es einfach durch Abwaschen denn oder durch Duschen oder... Also ja, ab. Entweder man lässt es halt einfach von alleine abgehen. Irgendwann sieht es natürlich dann nicht mehr ganz so schön aus. Ja. So wie man es halt auch kennt von den Tattoos. Natürlich nutzt sich es dann auch irgendwann ab. Ja. Aber es ist auch relativ einfach mit Seife und warmem Wasser. Oder man kann es auch, wenn es gar nicht runter will, mit Desinfektion oder Alkohol ganz einfach runterwaschen. Also normalerweise sollte es kein Problem sein,
wieder solange los. Man sich nicht den Arm abreibt. Geht auch langsam runter. Ja. Die soll draufbleiben. Ja. Ja. Sehr gut. Also, und bestellen kann man das Ganze, ihr habt eine Webseite. Genau. Und da gibt es einen Online-Shop, oder? Ja. Und ja, bitteschön. Wenn wir jetzt schon beim Online-Shop sind, was denkst du denn, wie viel Versand kostet unser Online-Shop, wenn man bei uns bestellt? Was denkst du? Ich war ja drauf. Oh, okay. Ich habe es angeguckt. Ich war ja neugierig auf die Motive. Ich weiß, dass ihr gar keine Versandkosten berechnet. Da steht inklusive. Fand ich total klasse, weil mich hat auch interessiert, ob da nur ein Tattoo bestellt werden kann oder ob das eben mehrere sind, weil ich denke, die sind ja wirklich klein in dem Falle, diese drei oder 2,5 Zentimeter. Und wenn ich sowas habe, möchte ich ja wahrscheinlich auch mehr haben. Und so viel ich jetzt gesehen habe, korrigiert mich, gibt es Stückzahlen, glaube ich, 5 oder 10 Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ihr habt eben keine Versandkosten. Ich vermute, das wird wahrscheinlich auch in einen Briefumschlag gehen und dann versandt werden, oder? Genau. Also die werden bei uns noch mit Liebe handgepackt. Mhm. Möchte ich dazu sagen, da setzen wir uns dann wirklich zu zweit hin und machen das Päckchen fertig und bringen das dann auch selbst zur Post. Ja. Die schönere Handschrift gehört der Steffi. Danke. Und ja, wir haben da einfach, möchten da halt einfach viel reinstecken, dass die Leute halt auch für ihr Geld was kriegen, weil es soll ja auch was bewirken. Ja. Und deswegen machen wir das ganz selber. Es ist auch tatsächlich so, gerade wenn man die 10er-Päckchen bestellt, wir legen eigentlich meistens auch immer noch ein Tattoo von einem anderen Motiv mit dazu. Also jetzt natürlich aus der gleichen Gruppe. Also wenn man jetzt einen Diabetes Typ 1 kauft, kriegt man auch ein Diabetes Typ 1 und nicht ein Allergie-Tattoo dazu. Aber ja, also wir legen dann meistens immer noch was dazu. Und es gibt auch immer noch Aufkleber mit dabei. Ah ja, also da kriegt richtige, man echte Aufkleber. Überraschungsbriefchen dann von euch. Genau. Mit noch Bonus drin. Ja, ich finde es auch schön, das heißt, im Moment heißt es ja auch noch, dass es wahrscheinlich relativ zeitnah dann verschickt wird nach so einer Bestellung. Es ist in dem Falle liebevoll gepackt und derjenige kann natürlich dann auch ein bisschen was anderes ausprobieren oder das eben auch mal, vielleicht hat er auch mal Lust, das ein oder andere, wenn er da 10 Stück bestellt, auch mal an jemanden weiterzugeben, um es einfach weiter zu empfehlen und da dann auch so ein bisschen das weiterzugeben. Also ich nenne es immer ganz gern unser Rundlos-Sorglos-Paket, weil da alles drin ist. Da ist eine Anleitung drin, klar, da ist ein Flyer drin, da sind die Tattoos drin, da sind unsere Aufkleber noch mit drin, wo man sich auf den Schulranzen oder auf die Brotdose kleben kann. Dann, was auch noch drin ist, ist ein Flyer von unseren Partnern, mit denen wir uns zusammengeschlossen haben. Unter anderem auch die Dia-Engel, die müsstest du auch schon kennen. Die kenne ich auch, die waren bei mir auch schon, der Thomas und seine Tochter, genau. Und das packen wir da auch alles mit rein. Da sind auch noch andere Kollegen mit dabei, wo tolle Ideen hatten und die umgesetzt haben, sodass eigentlich, sagen wir mal, die, wo das Paket kriegen, das halt alles drinsteckt. Ja. Von A bis Z, von der Suchmaschine bis zum Kummertelefon bis zu unseren Tattoos. Alles dabei. Perfekt. Also, und auch wenn man tatsächlich trotzdem noch eine Allergie hat, eine Nebendiabetes, kann man ja auch 2 Aufkleber bestellen. Genau. So, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was wirklich wichtig ist, was wir noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten? Oder haben wir alles gesagt? Wir würden freuen uns über jeden, der unsere Homepage besucht und mit uns in Kontakt tritt, sage ich jetzt mal. Wir freuen uns über jeden. Wir freuen uns auch über jedes Feedback, weil von Feedback leben wir natürlich auch. Was man gut findet, was man schlecht findet, einfach raushauen. Wir nehmen alles, was wir kriegen. Und ansonsten schaut vorbei und freuen uns. Ich wollte gerade so, wir sind auch, wie gesagt, immer, wir erweitern immer weiter
Und auch mit neuen Designs, gerade bei Diabetes jetzt zum Beispiel, es kommt immer noch mal was Neues dazu, das vielleicht besser gefällt als das, was schon vorher da war. Ja, und also jederzeit. Ich denke, dass es auch vielleicht Erkrankungen gibt, wo jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, die man eventuell nicht auf den ersten Blick sieht. Und da seid ihr ja sicher auch offen, wenn die Leute auf euch zukommen und eben auch diese Erkrankung einfach mitteilen. Vielleicht kann man da eben in Zusammenarbeit dann einfach das nächste Klebetattoo entwickeln, wo vielleicht der ein oder andere tatsächlich auch froh ist, weil es gibt ja auch Krankheiten, die gar nicht so verbreitet sind, die aber dann tatsächlich eine besondere Behandlung einfach auch brauchen. Und was ich einfach sehr, sehr gut fand, weil ich finde die Tattoos einfach großartig, weil es gibt einfach Menschengruppen, die sich da nicht selber mitteilen können. Es geht einmal darum, dass eben, wenn sie nicht ansprechbar sind oder aber auch, was ich immer wichtig finde, sind Kinder. Kinder können meistens das gar nicht mitteilen, die können das einfach nicht sagen. Ich kenne das früher von meiner Tochter, wenn ich die losgeschickt habe auf den Spielplatz oder sonstiges und die noch relativ klein war, hat man mit dem Kugelschreiber auf den Unterarm geschrieben, die Telefonnummer, dass wenn irgendwas ist, dass sie sagen kann, hier sollen die Leute anrufen oder wenn irgendwas wäre. Und eben auch gerade für Senioren, die eventuell mit Demenz oder Alzheimer zu tun haben, da kann das Ganze auch sehr wichtig werden. Also wir wollen halt auch zur Information beitragen. Klar, und was wir halt auch wollen, weil es halt immer noch viele Menschen gibt, die sich schämen oder sich einfach nicht trauen. Wir wollen einfach dazu beitragen, dass wir die Tabuthemen endlich brechen. Und das kriegt man halt normalisiert. Ja, dass es sich normalisiert, dass die Leute ein bisschen aufgeklärter sind einfach. Ja, dass man sich nicht verstecken muss. Und das Brechen von den Themen kriegt man halt nur hin, wenn wir das alle zusammen machen. Ja. Da muss jeder mitziehen. Und dann kriegen wir das hin, dass das für auch die Menschen, die nicht betroffen sind, normal ist. Das gibt es und das ist da. Und das ist, das ist nichts zum Schämen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, und da tragen wir jetzt mit dieser Folge hier mit bei. Danke. Dieser Podcast-Folge. Ich werde alles auch in die Shownotes reinschreiben, eure Website, natürlich den Online-Shop verlinken, vielleicht auch die E-Mail-Adresse dann, wenn sich eben jemand direkt bei euch melden möchte. Ihr seid auf den sozialen Medien vertreten, Facebook und Instagram. Wir machen auch da den Link rein. Und wir gucken mal, wie wir das verteilen können, dass viele Leute von euch erfahren. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur euch ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen, dass ihr auf mich zugekommen seid, dass wir diese Podcast-Folge machen konnten und die Informationen hier zusammentragen können, um sie dann eben vielen Hörerinnen und Hörern zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass wir kommen durften. Ja, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes – Was jetzt?